der Kölner Hauptbahnhof. 280.000 Besucher pro Tag, zentraler Verkehrsknotenpunkt und Arbeitsplatz von Andreas K. und Michael W. Zusammen bilden sie ein Streifenteam der Bundespolizei. Mein Ziel war tatsächlich immer, wo ich zur Bundespolizei gegangen bin, nach einiger Zeit zum Kölner Hauptbahnhof zu kommen, weil das ist meine Heimat. Ich war vorher noch am Düsseldorfer Flughafen. War auch nett, aber Köln ist einfach schöner. Und nebenbei actionreich. Gleich der erste Funkspruch für Andreas und Michael hat es in sich. In der S19 vom Hansaring kommt, soll eine Person jemanden mit einem Messer bedrohen. Als der Zug ankommt, treffen die Polizisten aber nur den Bedrohten an. Der ist mit dem Fahrrad gereist in der Bahn, es war sehr eng und er wollte das Fahrrad in der Nähe der Tür abstellen, weil da mehr Platz war. Und der vermeintlich Beschuldigte, der fand das nicht in Ordnung, der wollte keinen Platz machen. Daraufhin ist zu einem Wortgefecht gekommen der beiden. Nein, das ist ein ganz normales Wortgefecht, das ist das Wort Hampelmann hier gegenüber, nicht Bastard gesagt. Einfach so voreinander, einfach so eine Reaktion gemacht hier, als wenn ich ausholen würde. Dann kommt er so und zieht das Messer und steht so vor mir. So. Dementsprechend ist dann aus der Situation resultiert, dass derjenige, der Beschuldigte, dann den Geschädigten mit einem Messer bedroht hat. Und er war auch sehr aufgebracht darüber und ja, wusste sich auch nicht anders zu helfen. Der Tatverdächtige taucht im Gewühl des Hauptbahnhofs unter. Denkt er. Ein Zeuge hatte den Mann in der Bahn fotografiert. Dank engmaschiger Videoüberwachung kann die Polizei seinen Weg nachverfolgen. Wenn wir vernünftige, detaillierte Angaben von Zeugen haben, aber auch eigene Ermittlungen halt eben, wo wir sagen können, in dem Zeitraum ist das und das passiert oder die und die Person da langgekommen, dann haben wir, also ich sag mal, in 99% der Fälle eigentlich auch eine gute Aufklärungsquote, so dass wir zumindest mal die Person auf dem Bild sichern können. So ermitteln die Beamten die Identität des Beschuldigten. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Bedrohung. Zu lagern oder einen Schlafplatz einzurichten, ist im gesamten Kölner Stadtgebiet verboten. Auch die Bundespolizei verteilt deswegen Platzverweise. Eine echte Sisyphus-Arbeit. Bei Andreas und Michael heißt das, Ausflugstipps inklusive. Das ist ja kein Campingplatz. Geht da unten schön am Rhein, das ist eh schöner. Da bin ich auch persönlich hingegangen. Ey, hier geht das einfach. Geht zum Rhein, das ist eh schöner. Oh, ich habe mal vorhin schon mal weggejagt. Braucht man nicht so. Ja, und ich habe auch nicht gesagt, dass ihr eine Stunde wiederkommen sollt. Da ist mir egal, ihr sollt hier gar nicht sitzen. Hier kommt alles vor. Man hat hier mit dem Aristokraten zu tun, genauso wie mit einem ganz armen Menschen, der unter der Brücke schläft. Diese Vielfalt halt eben, die hat mich immer fasziniert und man lernt jeden Tag eigentlich was dazu. Und auch der Bahnhofsklassiker kommt hin und wieder vor. Zwar kein verlassener Koffer, dafür liegt an der Rolltreppe zu Gleis 1 ein einsames Paket. Wir haben schon gesehen, dass die Reisenden vor uns dagegen gestoßen sind mit dem Koffer und beim Vorbeigehen. Und dementsprechend konnten wir dann relativ schnell entscheiden, dass es sich dabei dann um nicht so ein gefährliches Objekt handeln kann. Das ist, wenn du in JVA warst, ja, wenn du entlassen wirst, ist das die Ausstattung. Wir können ja mal die Person abfragen. Wen haben wir denn da? Bei dem jemanden handelte es sich um eine Person, die erst vor kurzem aus der JVA entlassen wurde. Und meine erste Vermutung bestand darin, dass derjenige wahrscheinlich ein bisschen gefeiert hatte und seinen Koffer bzw. Karton stehen lassen hat. Die Kameraauswertung hat sich auch dann so gezeigt, dass das tatsächlich so war. Wir haben die Person dann auch angetroffen und der Herr hat jetzt auch seine Sachen wieder und feiert immer noch seine Entlassung aus der JVA. Wieder hat die Videoauswertung geholfen. Abschrecken lassen sich Kriminelle davon allerdings nur bedingt. Die Gewalt gegen Polizisten nimmt weiter zu. Von dem Klientel, mit dem wir zu tun haben, da sinken die Hemmungen immer mehr. Da hat man das Gefühl, dass der Respekt auch sinkt und dass wir nicht mehr so als Polizeibeamte wahrgenommen werden und wir so als Respektperson da von ihnen aus angenommen werden. Auf der anderen Seite höre ich zumindest, ich denke mal, das kann mein Kollege nur bestätigen, immer wieder von außen Leuten, wir sind froh, dass sie da sind, vielen Dank. Und das tut dann auch schon mal gut. Und das kommt auch immer, meines Erachtens zumindest, immer öfters wieder vor.